Hallo und willkommen zurück in der Showbox. Es geht weiter mit Faria. Wir haben hier eine Quest mit Shara, wo wir das letzte Mal gut in unsere Schranken gewiesen worden sind. Versuchen wir das heute mal mit dem Walddeck. Die war so schnell bei uns, das war ja echt Wahnsinn. Wir müssen versuchen, das irgendwie zu verhindern. Letzter Atemzug, Sturzflug. Okay. Diesmal ist sie als erstes dran. Well met. Wenn sie kämpft und überlebt, erhält sie 3-3. So, wir machen dann das hier und holen uns den Dorfältesten. Hier holt sich noch ein Jack hierher. Wir spielen Was spielen wir denn? Die ist ja schon wieder komplett aggressiv. So, hier im Wald hin. Einen imperialen Wächter hierher. Beenden den Zug. So, das Jack kommt. Hier ist ebenfalls ein Jack. So, einen zweiten Baum. Der Eichvater, den müssen wir später spielen. Jedes Mal 2-2, wenn eine gegnerische Kreatur während des nächsten Zuges des Gegners sammelt. Okay. Erhalte 2-2 und Sprung, wenn sie angrenzen zu ihrem Gegner. Oh, schau mal hier. Da ist Apex. Die braucht 6 verschiedene. Sprung. Hält Angriff und Leben in Höhe des Angriffs und Lebens einer beliebigen anderen Kreatur. Wir machen die hier. Ja,
Der wird definitiv angreifen, ne? Well met. So. Diese Kreatur kostet zwei weniger. Setz mal hier einen Baum hin. Du gehst mal einen rüber. You are tiny. So, du kannst hier rüber springen. Und den Rest müssen wir, glaube ich, behalten. Spielt ganz schön clever. Wir spielen uns hier jetzt einen Wald rein. Wunderbar. So, du kannst hier rüber sprinten. Wunderbar. Perfekt. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Mein Zug. Du gehst mal hier hoch. Du machst hier Spott hin. Perfekt. Mehr muss ich eigentlich nicht machen. Krieger des Südlands, Bestrafung. Jetzt geht's ja aber ab hier. Jetzt meint es wohl ernst. Tiki-Wächter, gib einer Kreatur 2-2. Das wird zu überleben. Und er würde das hier überleben. Da haben wir jetzt zwar nichts zum Angreifen.
Das ist aber ganz okay. So, jetzt ist sie nämlich komplett in die Defensive gedrängt. Verfluchter Hund. Wir spielen hierher. Einen Wald, holen uns den hier. Irgendwie leckt es gerade. So. Ganz einfach. Den lassen wir hier als Absicherung. So, weg mit dir. Und das war's für die Scharra. Beim ersten Mal haben wir uns schwer getan, beim zweiten Mal ging's. Wir haben das Geschichtsbuch freigeschaltet. Tägliche Quests verfügbar. Spiele Tiki-Wächter dreimal. Aha. Tiki-Wächter. Das ist eine doofe tägliche Quest. Die kann man eigentlich komplett vernachlässigen. Das Geschichtsbuch. Klicke auf die freigeschalteten Überlieferungsseiten, um sie zu lesen. Ah, das Prairie-Jagd. Okay, klick um zu schließen. Junge, Junge, da haben wir 10 Seiten. Krasser Shit. Haben wir sonst noch irgendwas freigeschaltet? Nope. Was war das denn eben? Da hat irgendwas angezeigt. Ah ja, wir haben Truhen, genau. Die können wir mal kurz aufmachen. Neue Karten, Flammenbombe. Der Wolkenwegweiser. Hat 3 plus beim Angriff auf Götter. Das ist ja ein richtiger Götterschlechter. Wähle 1. Erschaffe ein Land der gewählten Farbe. Die erste Kreatur, die du in diesem Zug beschwörst, darauf erhält 2-1. Junge, das ist ja echt krass. Charas Inspiration. Weg ins Paradies. Der Weg ins Paradies, sollen wir das uns schon ins Deck reinmischen? Die Auftragsmörderin raus. Der Weg ins Paradies. Lebende Weide. Besessener Bär. Wenn dieser Kreaturangriff Schaden erleidet, verdoppelt ihren Angriff. Versuchen wir das mal so. Und dann neues Abenteuer, neue Mission. Und dann haben wir hier eine Aufgabe.
Was das wohl ist. Gewinne in diesem Zug. Wir haben Gewinne in diesem Zug. Wir haben keine Karten. Fügt zwei Schaden zu. Wie soll man denn in dem Zug gewinnen? Ah, ich habe schon verstanden, alles klar. Gar nicht mal so schwer. So, eine neue Aufgabe wieder. Tiki Pfeiffer und Tiki Wächter können selbst das Gabe, das Ziel ihrer Gabe werden. Was haben wir denn hier? Ich bin in diesem Zug. Füge einem Ziel 3 Schaden zu. Gefecht. Erhalte 2 Mana. Das ist definitiv mal ein Zug. Nee, das funktioniert nicht. Der tötet ja dann das und wir können keinen Schaden mehr verursachen. So, der macht 3 Schaden. Das heißt, wir müssen erst einmal mit ihm angreifen. Da müssen wir ihn hier hinbringen. Ihn angreifen lassen und ihn angreifen lassen und okay, weiter geht's. Noch eine Aufgabe. Das ist eigentlich ziemlich cool mit den Aufgaben. Und gewinne in diesem Zug. Oh, wie soll das denn funktionieren? Wir können hier 2 spielen, alles klar.
dann hat sich das Ganze ja erledigt. Oh, nee. Ich hätte nicht angreifen dürfen. Erstmal hier hin, dann bauen wir zwei. Dann greifen wir an. Okay. So lösen wir die Aufgaben eine nach dem anderen. Drei Puzzles gelöst. Da haben wir jetzt 100 bekommen. Was Weltenbosse benötigt. Spiele 15 grüne Karten. Tarum Quest. Wir müssen grüne Karten spielen, deswegen behalten wir das Walddeck. Er ist auch im Wald. Oh, den Eichenvater. Weg ins Paradies. Den Eichenvater, den... wenn wir den jetzt schon haben in der ersten Runde, behalten wir alles. Mein Zug. Erstmal ganz klar. Hierher. Okay, was macht ihr noch? Wow. Bauernjunge hier hinten hin. Wir spielen als nächstes einen Wald, definitiv. Beende mal den Zug. Obwohl er kann doch nicht hin in unseren Wald rein. Er macht auch einen Wald. Wir spielen einen weiteren Wald. Können jetzt den Saatätzer spielen. Wunderbar. Und ihn können wir spielen. Du bleibst mal hier stehen. Der Bauernjunge soll da hinten mal bleiben. Oh, noch einen. Spielen wir einen Baum. Hierher. Ich würde liebend gern das hier spielen. Hau den mal weg. Haust den hier weg. Der Saat ist er.
du mal hier hinten hin. Schnapp dir das. Wir spielen ein Gebirge. Hier hin. Erschaffe das hier. Hierher. Und wenn wir darin jemanden beschwören. Den Eichenvater. Dann wird's witzig. Genau das habe ich auch vor. Nächste Runde. Leider habe ich kein Mana, das mir zur Verfügung steht. Ah, in diesem Zug. Oh. Das ist natürlich bitter. So, wunderbar. Du bleibst mal hier stehen. Du holst das hier ab. So, wenn ich mich jetzt nach vorne traue. Eins. Das hier Spiel. Noch einen weiteren Baum. Den Rest kann ich nicht machen. Ich kann hier jemanden absetzen. Kannst du nicht hier rüberlaufen? Kannst du? Ah, das Eber. Was mache ich mit dem Eber? Wir haben hier 7-7, ne? Er hat 9. Zwei Karten nochmal ziehen. Ich bin gespannt, was er hat. Nichts? Okay. Das ist unerwartet. Da greife ich doch ihn direkt an. Er hat jetzt 10. Macht sich hier noch ein paar Felder. Das soll er doch machen. Brauche ich sowieso nicht. Bei nächster Runde bist du weg. Wenn du keinen hast, der Eile hat. Einfach so aus Demonstration. You are tiny.
Wunderbar. Schließe 10 Missionen oder Puzzles ab. Was haben wir? Epische Mission ist das. Heiliger Bimbam. Da bin ich mal gespannt. Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut, ciao, habt eine gute Zeit. Thank you.